Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chilla und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder eine kleine Folge von meinem Gelevele mit meinem Vulpera. Mittlerweile sind wir Stufe 62 und ja, ich habe auch mittlerweile auch alles geskillt bzw. Gear angezogen. Das war in der ersten Folge noch so ein bisschen die kleine Schwierigkeit. Wir müssen wieder einen Trank reinhauen, sehe ich gerade. Und ich möchte mir, bis jetzt der Proc kommt, angemeldet habe ich schon, einmal noch zwei Sachen holen, und zwar die Berufe Kräuterkunde und Bergbau, einfach nur so ein bisschen Sachen noch mitnehmen zu können. Gibt es ein bisschen extra EP, sollte man, wenn man jetzt einfach nur ein Char hochzieht, am besten mitnehmen. Schadet auf jeden Fall nichts. Und jetzt sind wir über 60, ich müsste mir das Fliegen kaufen können. Und da dementsprechend müssen wir da, glaube ich, einmal nach oben. Aber jetzt schauen wir erstmal, wo die Berufsausbilder sind. Und zwar brauche ich Bergbau. Okay, wo müssen wir denn da hin? Ach, da hoch. Komm, ich hole mir jetzt erstmal das Fliegen und dann holen wir uns die anderen Sachen, weil dann kann ich einfach hinfliegen. Das macht es dann wahrscheinlich ein bisschen einfacher. Ach, hier, Aufzugssystem in OG ist auch ein bisschen komplexer. Ich fliege hier absichtlich mit Mimirons Kopf rum. Es wurde sich gewünscht, dass ich das Mount wähle, warum auch immer. Aber egal. Was haben wir denn hier? Ach, ich kann gleich eine Quest annehmen, dass ich in die Zangarmarschen komme? Okay, auch nicht schlecht. Achso, und danach können wir, falls der Proc jetzt dann nicht zeitnah kommt, ja, ich gehe mal am liebsten nach Burning Crusade tatsächlich und queste da ein bisschen. Die Quest kenne ich so ein bisschen in- und auswendig, da ist es immer relativ angenehm. So, hier das Stufe 60 Fliegen können wir uns einmal kaufen. Zumindest das Langsame haben wir jetzt. Was haben wir jetzt hier für Quests? Achso, hier könntest du noch ein bisschen Pet Battle questen, ne? Was bringen die denn? Achso, da muss man alle möglichen besiegen. Ja, das machen wir jetzt nicht. Jetzt holen wir uns erstmal Kräuterkunde Bergbau. Und dann schauen wir mal weiter. Damit kann man nämlich auch nochmal ganz gut Gold machen nebenbei, ne? Wenn du eher am Rumtigern bist in alten Gebieten, oftmals farmt da halt kaum einer. Und dann kosten diese Mats tatsächlich einiges im Auktionshaus. Und ja, so das ein oder andere Gold nehme ich natürlich auch mit. Ich habe jetzt in denen mal ein bisschen was investiert. 18k habe ich rübergeschickt. Werde ich halt später nochmal fürs Fliegen brauchen. Weil man da, glaube ich, zweimal 5k rein investieren muss. Und ja. Da ist schon ganz gut. Taschen habe ich mir auch schon gekauft, wie ihr seht. Hier lauter 30er Platztaschen. Und der Volpera, habe ich gesehen, hat noch eine Volksfähigkeit, dass er dementsprechend noch mehr Platz hat. Also ich glaube 8 Slots zusätzlich. Dann, ja. Ich glaube, ich habe mir letztens auch doch mal diesen Authenticator draufgehauen. Jetzt musste ich schon ewig den Code nicht mehr eingeben, fällt mir gerade auf, ne? Dann kriegst du nämlich jetzt noch ein bisschen mehr Taschenslots, das ist ganz praktisch. Warte mal, jetzt muss ich mal gucken, ob ich den Kernhund eigentlich als Pet jetzt wieder freigeschalten habe. Hier, Kernhund. Ah, doch, jetzt kann ich ihn wieder benutzen. Ah, weil ich habe jetzt den Authenticator quasi übers Handy angemacht. Oh, warte mal, wir müssen ja den anderen noch suchen, den Bergbautypen, fällt mir gerade auf. Wo ist denn der? Nee, den Kräuterkundetypen. Bergbau haben wir jetzt. Schauen wir mal, fragen wir mal nochmal so eine Wache. Ich habe mir nämlich früher mal den Authenticator, den du wirklich so drücken konntest, geholt, ne? Dann hatte ich dieses Kernhund-Ding. Und dann habe ich ihn irgendwann verloren, habe ich ihn wieder runtergemacht. Und dann war das mal ausgegraut, dieses Kernhündchen. So. Ich weiß nicht, ob ich. Ich glaube, ich habe ihn irgendwann mal wieder gefunden. Dann habe ich ihn aber nicht mehr drauf gemacht, weil ich das irgendwie zu blöd fand. Wo ist der denn? Ist der oben? Nee. Ah, doch, da könnte er drin sein. Ah, schau mal an. Kräuterkunde. Ja, den kenne ich mich nicht so gut aus in OG, ne? Ich spiele mehr Allianz als Horde. Hab zwar auch Hordenchars, aber da bin ich nicht so drin. Bloß, ich weiß noch, da hinten gab es irgendwo so einen Zeppelin-Typen, den hier. Zeppelin-Typen, Luftballon, so war das, nicht Zeppelin. Wo du so Luftballone einsammeln musstest. Und das hat eigentlich ganz gut EP gebracht. Für das, dass du nur so ein paar Luftballone anklicken musst hier in OG, wenn man eh am Warten ist. Die machen wir schnell, würde ich sagen. Und dann gehe ich nach Draenor rüber. Beziehungsweise, ja. Outland besser gesagt, ne? Nicht, dass ihr meint, ich gehe nach Warlords of Draenor. Die Expansion, da sind wir leider noch ein bisschen zu low. Schön wäre es, wenn ich das machen könnte. Jetzt, wenn der Level-Squish kommt, wird das wahrscheinlich gehen und dann kann man halt direkt dadurch leveln, ne? Mit diesen ganzen Bonuszielen und anderen Geschichten müsste das ja wahrscheinlich relativ schnell gehen. So, wo sind. Ah, schon mal, da ist ein Luftballon. Da hüpft auch irgend so ein Taurer rum. Level 20. Okay. Der plant irgendwas. Den sollten wir im Auge behalten. So, wie viel brauchen wir denn? 5 Luftballone. Da kriegst du, glaube ich, hier genau so auch so ein Pet.
das du, glaube ich, nur auch da bekommst. Ne? Das war eins, was mir noch gefehlt hat. Das kannst du auch nur als Hordler kriegen, tatsächlich. Also das ist Horden-only. Ja, da haben wir noch einen Luftballon, da hinten. Schauen wir mal. Jetzt haben wir kein Instant-Invite mehr. Ich weiß jetzt nicht, ob es vielleicht besser wäre, Wortel zu queuen. Ein bisschen hin und her gerissen. Eigentlich können wir Archäologie auch noch mitnehmen, wenn wir hier schon mal sind, weil ich werde es in Draenor brauchen. Und jedes Mal ärgere ich mich wieder, wenn ich in den Spitzen von Arrak bin, dass ich Archäologie nicht mitgenommen habe. Du brauchst nämlich Stufe 1 Archäologie, um da mit Sachen interagieren zu können, die relativ viel EP bringen, also auch so Bonusobjekte. Und ich vergesse es jedes Mal, ne? Mit jedem Char und dann bist du in den Spitzen von Arrak und denkst, ach, kack jetzt. Also dafür nochmal zurück lohnt sich halt eigentlich auch nicht. Okay, wo ist denn das? Ist das unten drin? Ist das im Bossraum? Okay. Aber jetzt denke ich tatsächlich das erste Mal dran, dass ich es vielleicht mitnehmen sollte. Da müssen wir rein. Jetzt bin ich gerade überlegen, wo ist denn dann. Ach, bei der. Ist da noch unten das Portal? Ah, hier. Ja, hier. Perfekt. Archäologie haben. Auch? Okay, muss ich hier alles. Ah, ich weiß jetzt halt nicht, ob man. Ach, fuck, muss ich dann vielleicht für Draenor das höhere Archäologie-Ding haben? Ich hoffe mal nicht. Das könnte sein, dass du jetzt mit der Änderung dann irgendwie Draenor-Archäologie brauchst, ne? Wenn es blöd läuft. Ich hoffe, ich muss da nicht nochmal hier, ja? Naja, wir werden spätestens dann wissen. Gut, dann. Was haben wir hier noch? Achso, die Luftballon-Quest müssen wir abgeben, richtig. Kurzzeitgedächtnis schlägt zu. Ach, ist gerade Dunkelmond-Jahrmarkt? Stimmt, den hätte ich noch mitnehmen können. Der läuft jetzt dann gleich aus, ne? Da sagst du was. Das wäre tatsächlich ganz, ganz. Ja, gut, ein bisschen ist er noch. Jetzt haben wir hier so einen Luftballon, den wir nicht mehr brauchen. Ja, das könnten wir tatsächlich machen. Wo sind denn jetzt die Portale? Sind die jetzt als Hordler noch unten drin nach Outland? Hey, danke dir fürs Followen. Sonst könnte man da oben einen anquatschen, dass man auf den Dunkelmond-Jahrmarkt kommt und kriegt es nochmal 10%. Weil die haben ja, glaube ich, hier die Portale. Ah, nee, die sind jetzt noch im neuen Portalraum. Ja, richtig. Na, richtig. Da müssen wir jetzt hin. Ich glaube. Ist das Shatra-Portal müsste da sein, ne? Mal gucken. Was haben wir jetzt hier noch? Hey, grüß dich. Ja, gut, komm, dann gehen wir doch schnell auf den Dunkelmond-Jahrmarkt. Dann können wir zumindest jetzt für eine Stunde den Buff noch mitnehmen. Schadet sicher nichts. Hier. Die Quest gibt es dann auch noch. Und dann gibt es auch noch dieses Kompendium. Da kann man dann auch noch mal ein bisschen Gold machen. Wir gehen ja in die ein oder andere Instanz rein. So, da. Schauen wir mal. Es wirkt nämlich über den Dunkelmond-Jahrmarkt, soweit ich weiß, noch hinaus. Also selbst wenn nicht mehr der Dunkelmond-Jahrmarkt ist, gibt es die 10%, aber du kannst dir den Buff halt nicht nochmal holen. Achso, ja, genau, wenn noch irgendwer mit will, ne? Dann könnt ihr gerne mit, aber wie gesagt, ihr müsst halt irgendwas zwischen 60 und 80 sein, ne? Wenn ihr da Bock habt, gerne melden, dann kann ich euch einladen, dann könnt ihr mitkommen. Vielleicht kommen wir dann auch ein bisschen schneller rein. Also, das war so der Wink mit dem Zaunpfahl. Wir brauchen einen Heiler. Am Heiler scheitert es nämlich gerade, wie ihr seht. Na, die Dinger werde ich jetzt nicht mehr brauchen, die können wir weghauen. Sonst müssen wir jetzt halt tatsächlich ein bisschen questen, ne? Das wollte ich eigentlich vermeiden. Ist halt jetzt ein bisschen blöd, ne? Wenn ich mit einem Char starte, der schon 60 bin. Du kannst auch als DD mitkommen, ne? Das bleibt sich gleich, das kannst du natürlich auch machen. Warte mal, ich kann euch im Stream schreiben, wie der Char heißt. Den hier müsst ihr anwispern, ne? Also W und, also Schrägstrich W und dann Vultela.
Blackmore. Jetzt, wo ich so lese, ist der La Name doch nicht mehr so geil, muss ich ehrlich sagen. Aber ich hasse es immer, mir irgendwelche Namen auszudenken. Genau. Kannst du mich anschauen. Muss aber Horde sein, ne? Weil ich jetzt hier mit dem Hordenschar unterwegs bin. Vulpira ist halt Horde quasi. Da kannst du dann gerne mitkommen. Also jetzt sind wir natürlich hier wieder unterwegs. Ja, ich habe mal den Ruhestein. Hat er noch ab. Ja. Ja, gut. Muss ich jetzt mit dem scheiß Zeppelin zurückfliegen, oder wie? Oder hier gibt es ja keine Portale mehr, oder? Früher gab es nämlich, glaube ich, hier in dieser Geister. Wo ist denn die? Da gab es so eine Höhle hier irgendwo. Wo ist denn die? Warte, ach nee, die war da drüben. Früher gab es in der Höhle noch irgendwie so Portale. Aber ich denke, die haben sie rausgenommen, oder? Schauen wir mal. Ich glaube, ah ja, da unten war der Eingang zu der Höhle. Also da hast du von dem Portal bist du hier immer hergekommen. Ja gut, ne? Hier ist halt jetzt irgendwie gar nichts mehr. Paar Undead hängen hier rum in der Grotte. Ach, scheiße. Okay, da haben wir schon mal einen, der Gruppe beitreten will. 73er, okay, das geht klar. Ah, Wormut bringt 10%. Den könnte ich halt auch noch anmachen, ne? Was meint ihr, schneller fliege ich mit dem Zeppelin rüber? Oder. Da warte mal hier mit dem Flugmeister. Nach OG. Keine Ahnung, was jetzt schneller ist. So, sind wir schon mal zu dritt. Dennoch haben wir keinen Heiler, ne? Ich denk, muss gerade an den armen DD denken, der eben noch drin war und der gesehen hat, oh, es fehlt nur noch ein Heiler. Und jetzt haben wir einen anderen DD eingeladen, jetzt wurde er rausgekickt aus der Liste, ne? Naja, jetzt schauen wir mal. Irgendwie fliegt der mir relativ langsam hier, der Windhund. Mach dann den OG vielleicht am besten noch den Wormhut an und dann werden wir einmal, ja, mal gucken, ein paar Quests machen oder so, bis hier ein Block kommt. Vorhin hatten wir jetzt Glück, ne? Da kam das relativ instant. Jetzt müssen wir blöderweise warten. Was, es gibt kein Zeppelin mehr? Was? Die ha No way. Die haben den Zeppelin zwischen OG und Thunderbluff rausgenommen? Ehrlich? Okay. Junge, ne? Hier, ne? Stream behauptet, einer hat Zeppelin rausgenommen. Im nächsten Moment drehe ich die Kamera ein bisschen links. Fliegt der Zeppelin vorbei, ne? Hier. Alles klar. Darf nicht alles glauben, was die Leute einem im Internet erzählen. Was ein Bait. Also, ich vermute nicht, dass der Zeppelin rausgenommen worden ist. Oder ist es eine Fata Morgana? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Die Oase da unten gibt es bestimmt auch nicht. Die bilde ich mir auch nur ein. Das war jetzt aber ein großes Eigentor, ne? Will mir hier die Geschichte vom Pferd erzählen. Unglaublich, ne? Ich glaube, den Zeppelin zwischen OG und Under City gibt es nicht mehr, weil wenn du jetzt in diesem anderen Phasing bist, quasi. Der ist doch da. Bist du mich verarschen? Der ist doch da eben vorbeigeflogen. Hast du ihn nicht gesehen? Da eben ist dieser gammelige Zeppelin vorbeigeflogen. Also jetzt wird's aber, ne? Such. Ja, ich kann nicht suchen. Ich bin hier gerade noch am rumfliegen. Wo soll denn der sonst hergekommen sein, der Zeppelin? Die haben doch den Zeppelin-Punkt nicht umgestellt. Der ist jetzt da eben vorbeigeflogen. Also ich glaube nicht, dass der von woanders kam. Ja gut, der fliegt aber hier, ne? Der Flugmann fliegt aber hier schon ganz schön große Kurven. Ich schaue mir das jetzt dann gleich mal an. Ich wollte zwar eigentlich ein bisschen hochleveln und nicht eher ewig rumsuchen, aber okay. Jetzt haben wir eine Viertelstunde vertan, haben eigentlich noch nichts EP-technisch Sinniges gemacht, ne? Krass. Ich glaube, hier den Dunkelmond-Jahrmarkt-Buff zu holen, hat jetzt tatsächlich nicht viel gebracht, weil wir jetzt ewig viel Zeit verschwendet haben, quasi hier rumzugurken. Naja.
Weißt du, dieses Ding, das könnte einfach, hätte einfach hier hinten reinfliegen können, das muss aber in die Riesenkurve fliegen. Also, hier ist ein Zeppelin, ne? Fliegt der hin? Fragen wir den mal. Wenn ihr nach Nordend wollt, dann sucht ein Schiff. Okay, und das hier, das sind Dinger, das wird wahrscheinlich rüberfliegen nach Donnerfalls. Lass mich ver Also, das ist der Zeppelin, wie schon immer nach Donnerfalls. Also, keine Ahnung, was du mir hier erzählen willst. Wir haben den ja eben auch fliegen sehen. Dann ist da drüben der ein Strangle und hier, das ist der einzige, der nicht geht, das ist der nach Under City. Deswegen ist hier zu und da kannst du dich jetzt porten, weil da ja am Anfang von BFA die Ali quasi Under City platt gemacht hat. Hier, da wollen ja die Leute wieder die Story vom Pferd erzählen, ne? Naja, egal. Okay, jetzt werden wir erstmal hier nach zur Scherbenwelt gehen und dann quasten wir mal ein bisschen, bis der Proc kommt. Schauen wir mal. Puh, wir sind eine Viertelstunde schon in der Queue drin. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Dieser Heilermangel wieder, ne? Unglaublich. Wie? Du wusstest jetzt einfach nicht, wo der Z. Hast du mich jetzt suchen lassen oder was? Ich hätte es einfach sagen können. Erzählt mir hier was. Kann ich jetzt eigentlich alle Portale nutzen? Also nach Silbermond kommen wir, nach Shatra. Ah, okay, also die anderen kann ich jetzt hier nicht benutzen. Seht ihr das? Aber die Quest hier bringt mich die direkt hin. Ach so, der sagt mir jetzt den Zeppelin Schlingendorntal soll ich nehmen und dann rüber. Aber gibt's, also es gibt keinen, aber es gab doch noch das Portal in die verwüsteten Landen, oder nicht? Oder haben sie das rausgenommen? Ist das unten? Ich weiß gar nicht, wie ich mit meinem Volpera, wie bin ich denn da hingekommen? Mit meinem Mechagnom. Nee, es gibt halt keinen. Also wenn ich jetzt nach Outland will, dann muss ich quasi über fünf Ecken dahin. Also es gibt da kein direktes Portal mehr. Okay, interessant. Interessant, aber dann werden wir einfach über Shatra rüberfliegen, oder? Das wird wahrscheinlich schnellste sein, schätze ich jetzt mal. Ja, machen wir das einfach so rum. Sudala. Jetzt gucken wir mal. Da kann ich wahrscheinlich eh noch nicht questen. Das wird wahrscheinlich noch zu hoch sein. Doch, 62. Also ich könnte auch theoretisch hier direkt anfangen. Oder jetzt hier oben. Was wundert mich jetzt? Ja gut, warte mal. Gab's. Mit Flugdings müsste ich ja schneller sein, oder? Also wir fliegen jetzt hier ewig nur hin und her. Ah ja. Also ich könnte auch direkt ans Portal fliegen. Ja gut, machen wir das doch mal. Fliegen wir einmal hinten rum. Ja, früher hattest du ja direkt das Portal, konntest die Höllenhalbinsel, ne? Da musstest du den ganzen Kack nicht machen. Das haben sie jetzt halt rausgenommen. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Finde ich ein bisschen schade. So bei den Questsachen hätte ich es halt drin gelassen. Dafür hattest du damals kein Shatra-Portal, ne? Na gut. Shatra ist halt schon ein bisschen zentraler gelegen. Ja, wobei, auch nicht wirklich, ne? In SSC bist du so schneller dran, als hier komplett hochzufliegen, aber sonst auch nicht. In Nagrand gibt es ja eh nichts, was du dann mit Max-Level machen willst. Außer, was wir heute gelernt haben, die Erze und Kräuter aus Burning Crusade sind relativ teuer. Also zumindest auf Antonidas im Moment im Auktionshaus. Da bin ich schon überlegen, ob ich da mal ein bisschen was farmen soll. Was, das ist in Unterstadt? Bist du dir sicher? Wenn ein OG keins mehr ist, dann ist doch da bestimmt auch keins mehr. Naja, jetzt sind wir zumindest in die Instanz reingekommen, ne? Lang genug rumgeflogen. Da. Oh, das bringt schon 30k jetzt hier eine Quest, ne? Gar nicht schlecht.
Was, Karten in den Spielsachen? Ich weiß es nicht, was du meinst. Also es gibt diese Flugrouten-Toys, ne? Aber die Flugroute bringt mir ja nichts. Komischerweise hatte ich die ganzen Flugrouten jetzt hier. Da hast du anscheinend ein paar schon standardmäßig. Aber es gibt ja nichts, dass du dich hinporten kannst, soweit ich weiß. Also von dem her, ja. Können wir die umgehen? Ja, richtig gut. Richtig stealth-mäßig sind wir hier unterwegs. Ach so, also ich kann quasi das OG-Portal benutzen. Also ich kann in OG das Portal nach Under City benutzen und dann gibt es in Under City direkt ein Portal weiter nach Ding. Nach Outland. Okay, das ist gut zu wissen. Gut, bis ich den nächsten Char level, habe ich es sicher wieder vergessen, ne? Also wir brauchen uns jetzt hier nicht der Illusion hingeben, dass ich mir bis dahin merken würde, aber theoretisch ist es gut zu wissen, ja. Oh, auf jeden Fall interessant. Ich hab's erfasst. Wunderbar. Wie machst du denn momentan viel Gold? Ich prostituiere mich in Goldshire. Damit mache ich viel Gold. Nein, Spaß. Ich mache hauptsächlich Gold tatsächlich im Moment über Berufe und ab und an noch über so Boosting-Geschichten, ne? Ich bin ja relativ breit aufgestellt mit Boosting-Sachen, was ich an den Mann bringe. Sei es Freehold, sei es Mounts, Inseln, alles Mögliche biete ich da an. Finti, ich wünsche dir eine gute Nacht und danke dir, ne? Ja, also da mache ich schon einiges. Geht im Moment tatsächlich nicht so viel, weil der Markt nicht so da ist, aber über Berufe mache ich einiges. Und ja, da haben wir schon ganz gut was gemacht. Bin jetzt mit dem Main bald wieder am Gold Cap, ne? Ich habe jetzt vor, demnächst mir das nächste Kartenspiel-Mount zu kaufen. Und ja, mal schauen. Mal schauen. Kriegen wir schon was zusammen, hoffe ich demnächst. Morgen müssen wir ein bisschen früher anfangen zum Leveln. Bis ich jetzt halt das ganze andere Zeug gemacht habe, ist halt jetzt schon wieder relativ spät geworden. Schaden ist echt gut, wenn wir dabei haben. Mobs droppen gerade so. Nehmen wir den Boss da noch mit rein. Waren das zu viele? Ja, das waren zu viele. Oh shit. Ich dachte, ich sterb hier noch, ne? Das sind diese Totems immer kaputt machen, vor allem dieses Heiltotem, das haut den Mob übelst wieder hoch. Ja gut, du bist auf einem Hype-Hop-Server. Ich bin auch, also ich spiele auf zwei Hype-Hop-Servern, wo ich halt das mit den Berufen mache. Einmal auf Antonidas und einmal auf Blackmoor. Also das ist, glaube ich, jetzt nicht, das sind jetzt nicht die allervollsten Server, aber einige der, also schon auf jeden Fall im oberen Bereich, würde ich jetzt mal sagen, von der Serverauslastung. Ich weiß jetzt nicht, welche Größe es sind, aber Antonidas und Blackmoor sind schon zwei relativ große, würde ich jetzt mal behaupten. Und auf beiden geht es eigentlich relativ gut, ne? Also ich habe irgendwas zwischen 6 und 800.000, also ne, mir wird angezeigt fast 600.000 und habe halt 100 Sachen. Und ja, dann noch weitere 60 oder so. Also 600k habe ich auf jeden Fall in der Post. Wahrscheinlich so 800k, was ich jetzt gemacht habe. Davon sind halt zwei Sachen, die man rausrechnen muss. Also, ne, ich habe so ein Pad für 160k verkauft und einen Ring, den ich. Ich war im NHC Achievement Run, ne? Ohne Scheiß. NHC Achievement Run habe ich gemacht. Dann ist ein Ring gedroppt. 440er Item Level. Ne? Also ein komplett, eigentlich, wenn man jetzt aktuell sieht, ein Kackring. Ne? Ich habe mit meinem Main 476er Gear für 45 ist halt Dreck in Anführungszeichen. Ne? Und hat halt kein Corruption drauf, nichts. Hab den ins AH gehauen. Er hat dann halt gesagt 100k, haben wir reingehauen. Innerhalb von einer Stunde war der weg. Ich weiß nicht, wer denn für 45er Ring
einfach für 100k kauft. Ich verstehe es nicht. Ich kann es nicht nachvollziehen, aber er wurde verkauft, ne? Er hat kein Corrupt. Weißt du, wenn er jetzt hier Dreier Infinite Stars drauf hätte, okay, dann würde ich den auch anziehen. Klar. Aber der hat halt nicht mehr Corruption drauf. Gut, er hat einen Sockel drauf, ja. Aber ein Sockel auf dem 445er ist halt jetzt auch nicht so krass. Vor allem, du kannst dir jetzt mit überall einen Sockel eh draufhauen. Weiß ich nicht, aber irgendjemand wollte ihn anscheinend echt haben. Oder vielleicht hat den auch jemand geflippt, ne? Also, dass er ihn rausgekauft hat für mehr. Aber weiß ich nicht. Keine Ahnung. Hey, vielen Dank fürs Subscriben. Das freut mich. Ach, was mir gerade einfällt, ich kann ja jetzt hier, ne? Interrupten. Jetzt geht was, ich sag's euch. Brockfläschchen, das ist krass. Das ist krass. Ja, ich weiß nicht. Alchi ist so der einzige Beruf, wo ich nicht viel mache. Ich sollte da eigentlich auch mal so ein bisschen auf Procs gamblen, aber ich habe bei sowas immer Pech. Aber das stimmt schon. Es gibt halt blöderweise Server, wo zu viele Leute in dem Markt sind. Ich habe das gemerkt auf Antonidas und Blackmoor. Am Anfang, wo 8-3 raus sind, die Leute haben Zeug reingebuttert. Du hast keinen Gewinn mit dem gemacht. Du hast mit fast allem Minus gemacht. Hat sich nicht gelohnt. Ich habe mich aus dem Markt zurückgezogen. Im Moment sieht's gut aus, ne? Aber das ist halt auch immer so eine Sache. Tatsächlich. Manchmal läuft es ganz gut. Dann sind nicht so viele Akteure im Markt. Du kannst gut Kohle machen. Und manchmal läuft es halt übelst dreckig. Ich laufe gerade hier mit dem zweiten Account nochmal schnell zu einer Base und def die mal so neben. Oder dass es so aussieht, ob ich def ein bisschen am Leechen nebenbei. Was, du bist auch auf Blackmoor? Nee, auf. Also. Tatsächlich auf Blackmoor. Ich stelle meistens einmal ein und tue einmal am Tag reposten. Also, ich bin nicht der, der dich immer unterbietet. Ich sollte es öfter machen, dass ich auch was verkaufe, aber ich bin da tatsächlich nicht so aktiv. Ich muss da mal ein bisschen mehr, ne? Na, mal gucken. Naja, kommt noch. Glaube eher, dass du der bist, der mich die ganze Zeit unterbietet hier. Das ist so ein richtig harter Boss am Ende, wenn er seinen Wut. Dings kriegt. Ah, hier. Na, haut er richtig rein. Jetzt ziehen wir mal hier Ding. Da verreckst du oft das Tank, ich sag's dir. Und dann despawnt der Typ, wenn du reinläufst und kriegst die Quest. Schau mal an, hier. Ich muss die Sachen abbauen. Adamantit. Okay, ein Adamantit habe ich rausgekriegt. Was ist das wert? Ach, na gut, 8 Gold. Ja, gut, ne? Das sind die vier Mobs. Oh, da hat er mir auch Ding raufgehauen. Okay, jetzt sind alle CDs raus. Jetzt sollte man vielleicht ein bisschen aufpassen. Er hat mir jetzt sogar Bock gegeben, ne? Habt ihr gesehen? Der Heiler hat sogar. Oh, der Heiler ist auch fast OM, sehe ich gerade. Gut, wahrscheinlich hat er auch nichts zum Trinken dabei. Das ist meistens so in den Low-Level-Dingern. Da gibt es dann so Leute, die denken sich so: Oh, ich will nicht so lange warten, ich queue es, ich bin zwar eigentlich Eule, ich queue jetzt mal als Heiler rein. Was zum Trinken habe ich zwar eigentlich auch nicht dabei, aber Hauptsache komme ich schnell in die Instanz rein. Und dann hast du mal den Salat. Aber ich weiß schon, auf den großen Servern, eigentlich musst du alle paar Minuten reposten. Dann machst du tatsächlich Gold mit den Sachen. Aber ganz ehrlich, dann machst du halt nicht mehr viel anderes, ne? Als die ganze Zeit zu reposten, das bringt halt auch nichts. Wenn man das macht, dann müsste man eigentlich fast alles auf einen Char schicken und alles mit dem einen immer wieder reposten. Ja, ich habe mir die Dreier-Rezept-Dailies nicht gemacht aus Nasjatar mit dem Alchi-Char. Und dann hatte ich tatsächlich die Dinger auch nicht, also das Dreierzeug, dann kann es auch nicht procken. Ne? Und dann habe ich mal eins gemacht und ein bisschen rumgetestet und habe keine Procs gekriegt und habe nur Minus gemacht, indem ich Flas hergestellt habe. Das war mir dann ehrlich gesagt zu blöd, deswegen habe ich mir die anderen gar nicht mehr geholt. So haben wir den anderen Typen. Scheiße, wir haben den anderen Typen nicht rausgeholt. Fuck, sonst macht das immer irgendein Gammler. Holt den mir mal raus.
Sonst müsste ich komplett zurücklaufen. Ah, scheiße. Hier, ne, da gibt's ja zwei. Weiß nicht, ob sich das lohnt. Shit. Was meint er, sollen wir die Quest dann noch mitnehmen? Sollen wir zurücklaufen, den einen rausholen? Bin am Überlegen, ob ich's mache. Wieder down. Hey! Timox, grüß dich. Warte mal, du heißt Johannes, ne? Das habe ich mir gemerkt. Ja, ich bin in BFA unterwegs, aber jetzt gerade hier mit dem Twink quasi im tiefen Sumpf. Oder nee, Sklavenunterkünfte sind das, nicht tiefen Sumpf. Pardon, my bad. Falsche Instanz, aber nur ein, ich quasi, ich bin nur eine daneben, ne? Also so schlimm, schlimm ist es tatsächlich gar nicht. Ja, mal gucken. Aber jetzt habe ich die eine Quest vergessen. Jetzt muss ich mir überlegen, ob ich nochmal zurücklaufe. Aber der Volpera hat ja kurze Beine. Ach, komm, scheiß drauf, ich nehme die Quest noch mit, oder? Ich muss nämlich nur einer eigentlich anklicken und normalerweise macht das immer irgendeiner und ich laufe das Tank meistens weiter, aber jetzt hat es irgendwie keiner gemacht und naja. Tja, blöd. Was haben wir hier drin? Schuhe. Stimmt besser, oder? Ja, die sind besser. Hier. Ich glaube, er ist hier schneller. Habe ich nur irgendeinen. Ich habe nur diesen einen Speed-Zauber, ne? Und der ist halt auch nicht so geil, tatsächlich. Ich glaube, der Worry wird da schneller fertig sein. Ja, so schnell. Also ja klar, er kann springen, aber hat er da noch irgendein Speed-Ding? Nee, er hat nur diesen Traumwinden-Buff drauf. Muss bloß in der Nähe, denke ich mal, sein. Schau mal, kann ich die Uhr vielleicht hier noch mitnehmen? Richtig Kohle rausziehen wir da noch. Boah, was bringt so eine Uhrflechte? Früher war die richtig viel wert. Ein Gold, okay. Ja, gut. Wegen den Uhrflechten kam übrigens auch der Lockout damals rein. Und zwar konntest du in der anderen Instanz hier immer die Dings aufmachen, diese Urflechten. Schritt hat er. Ah, okay. Schlecht. Ist da noch eine Putt, oder? Ah ja, da ist noch eine Putt. Da wirst du wahrscheinlich rippen, oder? Zum Glück habe ich jetzt meinen Interrupt, ne, weil die casten ja random. Okay, jetzt können wir da hochgehen. Ja, WoW Market heißt es. Und zwar ist das im Discord so eine Gruppe, ne? Also die heißt WoW Market und die verschieben halt so Sachen, so Gold für TCG-Sachen, die man zum Beispiel im Black Market kaufen kann, habe ich auch schon gemacht. Du musst in der gleichen Gruppe sein für Werbt einen Freund, dann kannst du einfach so draufgehen und irgendwie so Level schenken machen. Ist ganz praktisch. Okay. Dann würde ich sagen, queuen wir nochmal rein hier. Der Mönch-Buff, der geht für alles, ja, auch für Dungeon-Abschlüsse. Also ich hab mir auch schon überlegt, ob ich, wenn dann einen Monk mache
oder ob ich einen DK mache, aber du kriegst zwar 50% mehr mit dem Monk, aber mit dem DK sparst du dir halt einfach so viele Level, ne? Gut, du startest mit den anderen bei Stufe 20, mit dem DK startest du bei 58. Und das ist einfach sehr, sehr viel, was das ausmacht. Deswegen dachte ich mir, komm, ich mach lieber einen DK, das geht sicher schneller. Genau, VOE Market heißt die Seite. Also es ist eine Discord-Gruppe, ich weiß gar nicht, wie man es bei Discord nennt, Server, keine Ahnung. Und da ja, findest du alle möglichen Sachen, was Leute handeln. Und da musst du aber ein bisschen gucken, da gibt es so ein Reputation-System, ne? Also jedes Mal, wenn du irgendeinen Handel abschließt, bekommen beide Reputation, also musst du in so einem Reputation-Tab was schreiben. Und die Leute, da gibt es so quasi, also das ist halt so eine Stufe, ne? Die haben halt verschiedene Farben, wenn du halt viel Reputation hast. Und die Leute, die da viel Reputation hast, die sind eigentlich auch vertrauenswürdig, weil die haben dann halt schon 100 oder 1000 Deals abgeschlossen und keinen abgezogen. Den kann man schon vertrauen. Wenn das halt so neue Leute sind, da weißt du halt nie, ne? Und da habe ich bis jetzt gute Erfahrungen gemacht, tatsächlich. Also, das lief alles relativ glatt. Aber, ich sag mal, ohne es böse zu meinen, wenn du jetzt jemand bist, der ein paar tausend Gold hat, dann bringt es nichts. Also du solltest bei sowas in der Liga von, ich habe X Millionen Gold sein, weil sonst wirst du da nicht froh. Also da musst du schon richtig was reinbuttern, dass du da irgendwo hinkommst. Ne? Also wenn du Hans-Jürgen mit 25k Gold bist, dann brauchst du da nicht hingehen, weil da wirst du nichts für kriegen. Weißt du, was ich meine? Also das ist halt schon die hochklassige Liga, sagen wir es mal so. Fünf Millionen sind da, ja. Also ein Ding kriegst du dafür, einen Raptor, einen Tiger kriegst du nicht für. Beim ZG-Tiger musst du Cap rechnen. Also da zahlst du sogar über Cap tatsächlich. Da liegen wir tatsächlich über Cap im Moment. Und ja, ich will jetzt schon rüber zur Allianz, aber ich spiele ja mit der Horde. Aber beim Raptor kommst du schon mit so 3 Millionen hin. Drei, dreieinhalb. Okay, Wappenrock bist du sicher günstiger. Aber gut, es gibt auch so crazy Wappenrock-Scheiß, der halt richtig teuer ist. Ach, schau mal hier. Aber hier gibt es ein Portal nach Orgrimmar. Ich würde sie jetzt zu gern nutzen, um zu sehen, wo ich rauskomme. Aber das kann ich drücken, ne? Komisch. Komisch. Also ein Dings nach Orgrimmar gibt's halt. Jetzt haben sie mich aus dem BG gekickt, weil ich geleecht habe. Unglaublich. Unglaublich hier. Gleich mein Ticket schreiben. Reinschreiben, was soll das? Was für ein. Willst du so ein Wappenrock der Flamme oder so ein Zeug kaufen, oder wie? Also im Endeffekt traden die dir für alles Gold, ne? Du musst halt bloß im Clan sein. Die wollen halt so eine Gebühr haben. Und das ist teilweise schon happig, ja? Ich bin jetzt gerade am Belegen. Was waren das? Der Leere. Ah, okay. Das sind auch die von den Kartenspieldingern, ne? Diese Wappenröcke. Ich habe mir die jetzt noch nie so genau angeguckt, ob die so viel cooler aussehen. Wappenröcke, das ist jetzt nicht so mein Game. Aber da gibt es schon ein paar ganz gute. Genau, du musst in der Gruppe sein und dann ihm halt quasi die Level hochschenken bei Werbt ein Freund. Ich weiß gar nicht, wie die jetzt genau aussehen, diese ganzen Wappenröcke. Muss ich jetzt mir gleich mal angucken. Ein paar siehst du ja schon in der Vorschau, ne? Ja, also Transmog war ich jetzt noch nie so interessiert dran, dass ich da alles habe, aber so ein bisschen was bin ich jetzt auch am Farmen bzw. am Herstellen und so nach und nach hole ich mir ein bisschen was zusammen. Aber jetzt für diese Wappenröcke dann Haufen Kohle auszugeben. Ja, mache ich jetzt im Moment nicht. Wenn ich vielleicht mal alles habe und das so das Einzige ist, dann könnte man da vielleicht auch in den Wappenrock ein bisschen was investieren. Irgendwann hole ich mir vielleicht auch mal das alte T3, das habe ich auch noch nicht gemacht. So ein Zeug machen die ja tatsächlich auch. Halt, habe ich da drin jetzt eine Quest nicht angenommen? Fuck, der hatte zwei Quests, ne? Sondern das ist hier unter Vorlagen. Ah, nee, der andere Typ hatte noch eine. Ah ja, die vergesse ich hier bei der Horde jedes Mal. Paar Peons. So, jetzt schauen wir mal, wie die aussehen. Vorlagen. Wappenröcke. Ich glaube, da hinten, da habe ich nämlich ein paar nicht. Achso, die werden dann erst freigeschalten im höheren Level, ne?
Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Worry T3 kostet wesentlich mehr. Also Worry T3 wollen anscheinend alle haben. Ding ist relativ gechillt. Also, natürlich zahlst du pro Teil wahrscheinlich auch 300.000-400.000 Gold, ne? Also, brauchen wir nicht drüber reden. Was halt auch absurd ist, tatsächlich. Dirty Tanker, grüß dich. Aber beim Worry zahlst du halt gut und gerne mal über 1 Million pro Teil, ne? Und ich hab auch schon Teile, ohne Scheiß, ich hab schon Teile für 3, 4 Millionen rausgehen sehen. Worry, fuck, ich hab den dummen War-Mode nicht angemacht. Ich wollte ja den War-Mode noch anmachen, fällt mir gerade auf. Gut, bei der Horde sind es eh nur 10%, ne? Aber. Super, wir brauchen noch ein DD. Krass. Kein DD in der Queue. Wie gesagt, schau einfach auf die Discord von WoW Market. Die haben da die Preise oder viele haben da. Da gibt es verschiedene Anbieter, da würde ich mir durchgucken. Aber dir kann jetzt hier sicher keiner von dem einzelnen Teil die Preise sagen, weil die ändern sich halt auch relativ oft, ne, bei den verschiedenen Anbietern. Naja. Was meint er, soll ich den Warmode nur anmachen oder muss ich hier wieder herkommen, ne? Ohne die Portale. Gut, ich könnte hier dieses Zelt aufstellen, das wird vielleicht auch gehen. Jo, alles klar, wünsche dir auch noch viel Spaß. Ja, es gibt eine Seite, du kannst auf der TSM-Seite, also Trade Skill Master-Seite, da kannst du das sehen tatsächlich. Warte, was bräuchte ich denn jetzt hier noch? Hier ein paar von denen, von den Höllenbestien. Genau, du musst den Server eingeben, genau. Aber ehrlich gesagt, also das würde Sinn machen, wenn du jetzt, sagen wir, du hast, so wie ich, auf mehreren Servern Gold. Und schaust dann halt immer, ob was drin ist. Dann macht es auf der TSM-Seite Sinn. Wenn du jetzt aber sagst, ich habe auf einem Server Gold und ich möchte aber mir schnell das komplette T3 zusammenholen, dann würde ich, wie gesagt, auf diese Discord-Seite gehen und da gucken und dich halt einfach so einen Seller anschreiben und der kann dir innerhalb von ein paar Tagen das komplette Set verschaffen, weil die, also da haben manche von denen, haben eine Struktur, auch mit Unterleuten, die haben Gold auf jedem EU-Server. Also auf, weiß jetzt nicht wie viele deutsche, aber jetzt sagen wir einfach, es gibt mal 70 deutsche, jawohl, so viel werden es gar nicht sein, vielleicht 50 deutsche Server, dann gibt es halt nochmal 50 englische, ein paar französische und so. Und die haben wirklich auf jedem Server haben die mehrere Millionen Gold tatsächlich. Und die grasen halt alle Server ab. Und die haben teilweise jeden Tag ein komplettes Set im Angebot, weil sie dir halt dieses Gold auf allen möglichen Servern geben können, ne? Ja, also. T3 soll anscheinend relativ schnell gehen, dass man das zusammenkriegt. Meine Mounts haben tatsächlich ein bisschen gedauert, ne? Weil die Mounts tatsächlich ein bisschen seltener im Auktionshaus sind. Aber es ging auch. Also ich glaube, ich hatte innerhalb von 2 Wochen dreimal auf einem anderen Server. Einmal war ich auf so einem komischen russischen Server und da hatte der auch eine ganz lustige Story. Da hatte der Verkäufer, wusste auch nicht so ganz genau mit den Mounts Bescheid. Und es gibt ja 2 ZG-Mounts, ne? Warte mal, kann ich das vielleicht zeigen? Wenn wir da mal reingucken. Ist, nee, das ist jetzt, glaube ich, bei Cutter drin, zu Gurup, ne? Fünfer Instanzen. Dann mal gucken. Waren das hier zu Gurup? Da gibt es ja. Bei dem Raptor, wer hat denn den Raptor gedroppt? Hier, genau, gepanzerter Razashi-Raptor gibt es. Und dann gibt es noch den normalen Razashi-Raptor, ne? Die haben das gleiche Logo und eine heißt Razashi-Raptor, der andere heißt Gepanzerte. Und den Gepanzerten, der ist halt auch ein Black Market, ist aber halt eigentlich nichts wert, weil du den ganz normal in der aktuellen Innie farmen kannst. Der alte Raptor, den gibt's halt nicht mehr, den kannst du nur noch übers Black Market kriegen und wenn der drin ist, ist der halt arschig viel Kohle wert. So, der Kollege hat gemeint, hier, russischen Server, ist er drin.
soll ich doch draufgehen, mir den kaufen, er gibt mir halt die X Millionen Gold, ne, haben wir halt diesen Handel gemacht, ich habe ihn auf dem Antinidos, glaube ich, gegeben und er hat auf dem russischen Server. Das Problem ist, auf den russischen Server kannst du, komischerweise, kannst du nur einen Char auf dem russischen Server machen, wenn du deine Sprache auf Kyrillisch stellst. Warum auch immer, ich kann auf einem englischen Server, danke dir fürs Followen, kann ich mir einen Char machen, auch wenn ich die Sprache auf Deutsch lasse. Ich vermute auf dem französischen auch. Auf dem russischen Server kann ich mir nur einen Char machen, wenn ich die Sprache auf Kyrillisch stelle. Keine Ahnung warum, ist aber so. Okay, hab die Sprache auf Kyrillisch umgestellt, auf den Server drauf, geh rein, sehe, okay, da ist dieses Mount mit dem Logo drin, aber du siehst blöderweise nicht, also weil ich kein Kyrillisch kann, ob da jetzt gepanzerter Razzashi-Raptor oder Razzashi-Raptor steht, ne? Und ich hätte um ein Haar 3 Millionen Gold auf das Gammel-Mount draufgeboten, das halt absolut nichts wert ist, weil es halt einfach noch im Spiel ist und man das Ganze mal in der Fünfer-Instanz easy solo farmen kann, ne? Und ja, und dann habe ich aber noch kurz davor, kam es mir so ein bisschen spanisch vor, und ich habe nochmal drauf geguckt und dann stand halt dran, bereits bekannt, ja? Und dann dachte ich mir, Moment, das muss der falsche Gaul sein, ne? Und dann habe ich mir zum Glück nicht gekauft. Dann habe ich mit dem Seller nochmal gesprochen. Dann hat er sich irgendwie 5 Minuten lang selber beleidigt, wie dumm er ist und so. Und ich meinte so, ist ja gut, aber das ist ein falscher Mount, ne? Bringt ja nichts, ne? Der war dann übelst mad auf sich selbst, keine Ahnung. Also ist ja noch gut gegangen, ne? Aber der war dann so, ja, er hat keine Ahnung, er ist voll dumm und ich dachte mir, ja, ist ja gut, ja, lass den Trade wieder rückgängig machen und fertig, ne? Ist mir jetzt zum Glück noch aufgefallen, dass der falsche Gaul ist, aber das wäre halt fast ins Auge gegangen. Es wäre halt richtig bitter gewesen, wenn ich dann quasi paar Millionen Gold für den falschen Mount rausgehauen hätte. Metall, grüß dich. Naja, ist ja egal. Auf jeden Fall, da habe ich fast richtig viel Kohle verloren für nichts quasi. Ah, schon. Oh, ich habe da habe ich die Quest vorhin nicht abgegeben? Ah, nee, okay, wir haben eine Quest gekriegt, hier einfach reinzugehen. Ah. Naja. Auf jeden Fall eine lustige Geschichte, ich sag's euch. Aber ich weiß bis heute nicht, wenn man auf dem russischen Server spielt, die Sprache umstellen muss. Keine Ahnung. Die wollen anscheinend keine anderen Leute da. Aber gut, unbesiegbar kannst du ja so farmen, ne? Also ich würde mir ja nichts im Black Market kaufen, was man sich so aktuell im Game farmen kann. Weil, also außer es ist natürlich extrem günstig drin, aber die starten ja meistens schon mit 100k oder so, die Mounts, ne? Meistens bieten da halt Leute noch die Sachen rauf, wo ich mir halt auch denke, wer zahlt denn 1 Million Gold für einen Mount, was du dir im Spiel erspielen kannst? Also gut, natürlich, außer du hast Gold im Überfluss und dich juckt es nicht und hast halt einfach keinen Bock da reinzugehen, aber okay, weiß ich nicht. Ich habe mir Nalak gekauft, ja, aber Nalak ist ein bisschen eine andere Sache. Das hat halt auch wieder Schar des Zorns, eine Dropchance von 0, irgendwas. Und das ist eine richtig ätzende Sache. Ich rede davon 1% Mounts, ne? 0, irgendwas. Du musst bei Nalak musst du die Zeit rechnen. Du musst eine Viertelstunde jedes Mal warten, bis er spawnt. Musst auf diese Kackinsel, wo du halt auch nicht mit Autoflug hinkommst, sondern musst das Portal benutzen, dann musst du durch die ganze Insel reiten zu dem Mob. Und das kannst du halt auch nicht straight mit Autowalk durch. Also das ist eine Kacke. Und das, was ich mir bei Nalak an Zeit gespart habe, war es mir das Gold tatsächlich wert. Aber dann hätte man auch sagen können, okay, scheiß auf Nalak, könntest du dir so theoretisch farmen, das ist richtig. Aber in dem Fall war es mir da das wert, weil das halt, diese World Boss Mounts, die sind halt abgrundig kacke. Wie gesagt, ich habe halt für das Schar des Zorns Mounts, habe ich über 6000 Tries gebraucht, ne? Und da könnt ihr euch mal ausrechnen, da war ich einige Male dran. Und den kannst du ja einmal die Woche machen. Ich habe mir die ganzen Chars ja dafür hochgebastelt. Du, wie viel habe ich für Nalak bezahlt? Ich hab, glaube ich, ein Video zu gemacht. Oh fuck, jetzt habe ich alle Mobs gepult.
Aber jetzt halte ich hoffentlich ein bisschen mehr aus. Fuck, ich bin gestunt. Glück hatte ich noch den Shit hier ready. Noch mehr geedit. Jetzt werde ich sterben. Oder? Oh, wir haben Mastern. Perfekt. Ja, ich hab's kalkuliert, dass wir das easy schaffen. Ich wusste das. Hust, hust. Okay. Easy. Easy, easy. Hatten auch guten Schaden. Oder sogar der Shadow hat gut reingewämst. Also ich glaube, ich habe 5 Millionen für Nalak gezahlt, meine ich. Du musst aber das Gold immer in dem Kontext von dem Addon sehen. Und zwar habe ich mir Nalak zu Legion gekauft. Und da waren 5 Millionen nicht so viel, wie es jetzt waren. Einfach aus dem raus, weil du... Oder es war doch zwar Legion, wo ich es mir gekauft habe. Du hast in Legion mit vielen Twinks so viel Gold machen können, mit so wenig Aufwand. Ich musste nicht mal in WoW einloggen und hatte viel Gold gemacht. Über den Missionstisch, ne? Ich habe mir am Ende meine Twinks so hingebastelt, dass die, dass diese ganzen Goldmissionen hatten. Und da waren ja irgendwie diese Goldmissionen. Und du hast ja, was hast denn du da gekriegt? Das waren, wenn du die perfekt abgegradet hast, hast du, glaube ich, 2000 Gold für eine Goldmission gekriegt. Plus, wenn es 200% waren, hast du ja nochmal so das Doppelte bekommen, ne? Oder, ja, irgendwie so 2k im Schnitt. Also hast du jetzt manchmal 4k für eine Quest bekommen. Und dann hast du am Tag 2 bis 3 bekommen. Du konntest mit einem Twink am Tag 10.000 Gold über diese Quests machen. Und ich habe ja ein paar Twinks. Ich habe das hochskaliert, ne? Wenn du da 10 Chars hattest, konntest du 100k machen. Und ich habe, glaube ich, mit 40 oder 50 Chars das laufen. Und gut, so viel war es jetzt dann auch nicht. Aber du konntest, wenn es perfekt lief, fast eine halbe Million an einem Tag durch umsetzen. Ja, gut, du hattest nicht immer die drei Quests und so. Vielleicht waren es dann eher so 300k am Tag, die du machen konntest. Und ich habe das über die Handy-App gemacht. Immer wenn ein bisschen Zeit war, hatte die Handy-App die Mission losgeschickt. Du hast so eine Kohle gemacht in dem Addon, wenn du wusstest, was du tust. Ohne wirklich was zu tun. Einfach nur, ich habe mir mal die Ressourcen ein bisschen zusammengefarmt. Und dann ging es eigentlich über die Handy-App immer so ein bisschen, ne, wenn Zeit war. Wie levelt man 40 Chars? Ja, relativ easy. Ich habe mir Legion Pre-Event. Habe ich die Chars 11k hochgelevelt mit dem, also wer das noch kennt, das Pre-Legion-Event, da musstest du dich in die Zone reinstellen und hast die ganze DP gekriegt, wenn du wusstest, wie du es machst. Da, ich habe teilweise ein paar Chars auf Max-Level einfach über 11k gemacht. Ja, auch Videos damals gebastelt gehabt. Wenn du weißt, was du tust, konntest du wirklich richtig, richtig die Chars hochballern. Also, ich habe ja im Moment, ne, warte, wenn ich jetzt hier durchscroll. Das sind ja alles 120er Chars, ne? Und das ist halt der eine Account. Da ist das. Kann ja nicht jeder so reich sein wie du. Ja. Auf dem anderen Account habe ich ja wesentlich mehr. Noch 120. Warte mal, kann ich das zeigen? Ah, geh her. Da ist mein anderer. Also, das ist eigentlich mein Main-Account. Hier seht ihr die ganzen Chars hier. Die sind alle 120. Alle Max-Level-Chars. Oh, also, was habe ich jetzt? Ich glaube. 86 Chars auf Max-Level, irgendwie sowas. Also so ein Char hochzukriegen ist eigentlich kein Stress. Ich level auch tatsächlich relativ gern. Und wenn du da halt viele Chars hast, kannst du viel Gold machen. Im Moment ist es halt nicht so, nur der Missionstisch hier in BFA ist halt nutzlos. Der ist halt einfach nutzlos. Du kriegst jetzt halt für so eine Mission, die du losschickst, kriegst du 100 Gold und wenn sie halt, ne, wenn du halt das zweite Ding noch hast, kriegst du halt nochmal 100 Gold. Oder lass es 150 sein, ne? Kriegst du 300 Gold aus dem Scheiß raus. Brauchst noch relativ viele Ressourcen im Verhältnis, also müsstest du mit den Chars noch aktiv was farmen, lohnt sich nicht. Wenn ich jetzt überlege, am Ende von Legion hast du es den Dingern aus den guten Quests, ne? Die hast du ja bekommen, wenn du deinen Anhänger auf Max hattest. Das habe ich mit den Chars gemacht. Also du hattest schon ein Anfangsinvestment, den du tätigen musstest. So, ich will jetzt nicht sagen, du musstest nichts dafür tun, aber wenn du das mal soweit hattest, hast du halt 2500 fast gekriegt. Sowas um den Dreh rum und dann halt bei 200%. Quasi das Doppelte. Du hast fast 5k für so ein Ding bekommen. Da hast du richtig abgecasht.
Gut, es gab dann auch ein paar schlechtere, ein paar bessere, ne? Vielleicht so im Schnitt eher so 3, 4K. Aber wenn du da, ja, wenn du da 3, also 2 bis 3 hast du eigentlich im Schnitt bekommen am Tag von den Goldquest-Sachen, da bist du mit einem Haufen Gold rausgegangen, wenn du da viele Twinks hast. Und ich muss sagen, ich bereue es ein bisschen. Ich habe das erst relativ am Ende von dem Add-on gemacht. Ich habe das am Anfang blöderweise nicht so durchgezogen. Das ärgert mich tatsächlich. Aber naja, so ist es. Ich hätte noch viel mehr Gold machen können. Was ich teilweise am Gold am Ende noch in dem Addon gescheffelt habe. Abnormal. Mit den vielen Chars. Toll, es hat einer die Ding abgebrochen. Die Quests abgeben. Ja gut, komm, dann potte ich mich dabei raus. Lass ich die Quests mal abgeben. Ja. Also Legion war am Ende für mich ein richtiger Goldsegen. Ich habe nichts über Berufe eigentlich gemacht, weil das hat sich im Verhältnis nicht rentiert tatsächlich. Ich habe am Ende dann noch geboostet, ne? Also ich habe ja dann, du musst sehen, ich habe am Ende, hatte ich ja vorhin schon erwähnt gehabt, habe ich Argus geboostet, ne? Und ich habe teilweise am Abend in 3, 4 Stunden habe ich 1 Million Gold im Schnitt gemacht. Ja? Und wenn du das vergleichst dann noch mit dem, was das Nalak-Campen mich an Zeit gekostet hat, da sind die 5 Millionen, klingt jetzt blöd, die ich für Nalak ausgegeben, ich weiß es nicht mehr genau, aber ich glaube, es waren so um die 5 Millionen, dann sind die 5 Millionen tatsächlich nicht sonderlich viel. Wenn du jetzt rechnest, 4 Stunden, 1 Million Gold über Argus, habe ich zweimal die Woche gemacht, ne? 5 Millionen. Das sind 5 Abende mit 3, 4 Stunden. In der Zeit habe ich Nalak nie und nimmer. Außer ich habe natürlich krasses Luck, weißt du? Deswegen, du musst es immer so in einem Verhältnismäßigkeit sehen. Lohnt sich das? Wenn ich jetzt überlege, wie lange ich jetzt für 1 Million Gold brauche, ist natürlich eine ganz andere Welt, ne? Das ist halt mit dieser Deflation verbunden, die wir krass mit BFA hatten. Gut, wenn ich jetzt überlege, ne, in den guten Zeiten, wo ich für Freehold, wo ich 100k etwa die Stunde für Freehold habe, dann würde ich halt für 1 Million 10 Stunden, ne? Wären das halt. Ja, das ist auch noch okay. Soll ich die Mobs jetzt noch schnell töten hier? Komm, ich will das Blut haben. Lauf nicht weg, mein Sonnenschein. Ah, ein Blut haben wir noch gekriegt. Perfekt. Bitte die andere, Inni, bitte die andere. Ja, Sklavenunterkünfte habe ich noch Quests drin. Ah nein. Fuck, Sklavenunterkünfte war ich schon. No! Na gut, egal. Nee, und so rechne ich halt immer so ein bisschen, weißt du? Dass ich halt so ein bisschen vergleiche, okay. Was für ein Aufwand ist es, wenn ich's quasi selber machen würde? Oder wenn ich mir eine Sache kaufen würde, ne? Wie zum Beispiel fürs Nalak-Mount. Dann muss ich halt am Ende gucken in der Rechnung, lohnt sich das, das zu kaufen und lohnt sich das nicht, das zu kaufen. Und ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt mit dem heutzutage, mit dem Goldkurs, würde ich für Nala, glaube ich, keine 5 Millionen ausgeben. Das wäre mir dann wahrscheinlich zu viel. Dann würde ich es lieber easy mit dem zweiten Account nebenbei farmen. Aber damals war es die richtige Entscheidung. Da stehe ich immer noch zu. Ich habe ja damals auch den gekauft, ne, den verseuchten Protodrachen. Ich glaube, dann habe ich 7 Millionen ausgegeben. Für den Raptor aus ZG, also den alten, den du ja auch nicht mehr sonst kriegen konntest, waren es, glaube ich, irgendwie zwei, waren es, glaube ich, drei? 3-2, irgendwie sowas. Und für den Spektaltiger, nicht Spektaltiger, für den ZG-Tiger war es, glaube ich, Cap. Ne? Also Goldcap, ne? Also nur 10 Millionen. Ja, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, weil ich musste mir noch ein bisschen Gold auf Antonidas rüber tauschen. Ne? Also so Transaktionskosten waren ein bisschen über Goldcap. Die Leute wollen ja auch was verdienen, ne? Ist natürlich klar. Aber ja. Wenn ich mal das Ganze zusammenzählen würde, was ich ausgegeben habe für die Mounts. Also, das waren jetzt nur die Black Market Mounts, ne? Ich habe ja auch noch für TCG Mounts. Ich habe mir letztens ja für, was waren es denn, 17, 18 Millionen für den Spektraltiger ausgegeben, für den blauen, ne? Und dann noch viele andere TCG Mounts, die ich mir auch für so um die 10 Millionen gekauft habe. Also, wenn ich das mal alles zusammenzähle über die Jahre, da kommen wir fast auf einiges an Gold, ne? Gut, du kannst halt.
kannst halt viele Sachen nicht so zählen, wie es mir zum Beispiel, also ne, ich habe mir Mounts zum Beispiel auch in WoD gekauft und da war ja das Verhältnis zum Gold noch ein ganz anderes von der Inflation her. Ne? Ich habe mir zum Beispiel den epischen Spektraltiger, der jetzt 26 Millionen kostet, damals für 600k gekauft, aber damals war halt das Goldcap, ach fuck, sie haben halt geaddet, damals war halt das Goldcap auch noch bei einer Million. Ne? Da hättest du gar nichts für 26 Millionen kaufen können. Gut, jetzt ist das Goldcap bei 10 Millionen und trotzdem kannst du, musst halt x-mal rüber handeln. Ja. Ah, fuck, jetzt würde ich in die nächste. Okay, jetzt sind wir definitiv gerippt. Außer wir haben richtig arschig viel Damage. Oh, hier Link-Totem. Das stark. Das stark. Das war eine gute Entscheidung, an der Stelle das Link-Totem zu stellen. Props an den Heiler, dass er mal Spells used, die nicht nur. Ne, heilen oder Schaden machen. Genau, das Magic Rooster Egg, also der Hahn fehlt mir noch. Den brauche ich tatsächlich noch. Ja, mal gucken. Oh, mein Trank ist ausgelaufen. Dann sind wir mit der Stunde auch durch. Ich würde sagen, aber ich mache die Instanz hier noch fertig. Schaffen wir das mit der Gruppe hier? Komm, ich pull jetzt mal nicht alle, weil das geht sonst wieder in die Hose. Ich mache selber mal die Totems kaputt, weil das kriegen die Leute immer nicht ganz so hin. Ja, also das Huhn ist schon ein ganz cooles Mount. Das ist jetzt halt das letzte TCG-Mount, was mir fehlt. Dann habe ich alle. Und ich müsste mal gucken, ne? Ich muss nachher noch die Postkästen ausleeren, was ich jetzt wieder so an Gold zusammen habe. Aber es sieht schon ganz gut aus. Ich denke mal, ich bin auch schon im Bereich. Du musst irgendwas zwischen 15 und 20 Millionen sind realistisch für das Mount. Das ist eins der teureren. Oder das ist so das zweiteuerste TCG-Mount. Ja. Da muss ich tatsächlich schon ein bisschen sparen, bis ich mir das leisten kann, ja. Also. Ja. Dann habe ich sie zumindest alle. Und dann ist auf jeden Fall wieder ein gutes Stück weg. Das ist halt immer so eine Sache, ne? Goldfarmen kostet halt tatsächlich auch relativ viel Zeit. Wenn du halt immer auf was hinarbeitest, dann bist du eher gewillt, da Zeit rein zu investieren. Es gibt bei mir auch Phasen, wo ich hergehe und eigentlich gar nichts mache, um an Gold zu kommen. Dann kriegst du so ein bisschen passives Sachen, aber jetzt so aktiv mache ich dann nichts. Dann gibt's so gab so Zeiten, wo ich einfach den ganzen Zeug, wo ich weiß, okay, ich will irgendwann mal Gold machen, schicke ich alles immer auf meinen Crap-Char und der wird dann überflutet. Und irgendwann, wenn ich dann wieder Gold brauche, dann verkaufe ich das ganze Zeug, ne? Und ja, jetzt in letzter Zeit bleibe ich aber so ein bisschen dran. Hab gesehen, mit den Berufen kann man passiv doch relativ viel machen. Blöderweise ist es nicht ganz passiv, ne? Weil du halt jetzt blöderweise in dem Addon Expulsum shuffeln musst. Und das ist schon tatsächlich ziemlich zeitintensiv. Vor allem jetzt auch noch mit der Geschichte, dass sie jetzt die Expulsum-Sachen noch angehoben haben. Jetzt brauchst du halt für eine scheiß Hose zum Herstellen 5 Expulsum. Und du musst halt rechnen. Was hatte ich gerechnet? Brauchst du waren es 10 oder 20 Handgelenk für ein Expulsum? Ich glaube 10 war. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, aber ich glaube 10. Also du musst halt rechnen. Wenn du ein Expulsum willst, wenn du den Zeitaufwand in etwa rechnest, du musst halt den Stoff im AH kaufen und bei deinem, also ich habe ja so einen Mount, ne? Bei dem Mount halt quasi den Faden. Okay, das ist gut. Ich mache das halt in, also ich kaufe halt 10.000 Stoff oder 20.000 Stoff und mach's halt in den Größen, also es ist relativ groß skaliert. Und crafte dann, ne? Dann muss ich für ein Expulsum 10 Handgelenke herstellen. Wenn ich jetzt für eine Hose noch mehr brauche, also hier, na, 5 Expulsum, Pyro grüß dich, dann brauche ich halt schon 50 Handgelenke, die ich herstellen muss. Für eine Hose jetzt zum Beispiel, ne? 50 Handgelenke im Schnitt, das ist immer nicht eine genaue Wissenschaft. 50 Handgelenke herstellen, ist halt schon ein bisschen ein Zeitaufwand. Diese 50 Handgelenke muss ich dann wieder auf dem Char schicken, wo ich das Expulsum haben will. Muss dann 50 Handgelenke scrappen, das ist halt auch schon wieder ein Zeitaufwand.
Und dann kann ich ein Handgelenk herstellen. Ich stelle aber, oder eine Hose jetzt herstellen. Aber ich will ja nicht nur eins herstellen, sondern von jedem vielleicht, ja, fünf Items, ne? Dann hast du 10, 15 Items, wovon du von jedem fünf herstellen willst. Dann könnt ihr mal rechnen, wie lange das dauert, bis du das ganze Expulsum zusammengeschaffelt hast. Aber bist du schon echt, bist du echt unterwegs, ne? Und ich muss sagen, das ist kein gutes Game Design, weil es halt nur, ja, es ist halt stumpfe Zeit einfach nur. Ich glaube, wann habe ich das gemacht? Am Freitag war das, glaube ich. Da habe ich den ganzen, gut, also ich habe halt nebenbei ein paar Dokus angeguckt, ne? Waren echt ein paar interessante Sachen dabei. Und habe halt nebenbei Expulsum geschaffelt. Aber was waren das? Das waren 4 Stunden, was ich Expulsum geschaffelt habe, ne? Vier, also bestimmt. Gut, vielleicht war es jetzt auch nicht so effizient, weil ich mehr die Doku angeguckt habe, als da geschaffelt und vielleicht nicht immer auf Uptime, ne? Die Sachen gescrappt, da brauchen wir jetzt nicht drüber reden, aber trotzdem, es ist halt eigentlich schon eine ziemlich lange Zeit, wenn du wirklich effizient deine Sachen im Aha haben willst, was du da an Zeit rein investierst. Alter, der haut so rein, der Boss, ne? Unglaublich. Einer der harthittersten Bosse überhaupt. Ja gut, er muss mich komplett voll heilen, ne? Das zieht halt auch hier übelst die Mechanik. Kommt ziemlich voll. Bro, da ist immer noch der Kack drauf. Das checkt's halt nicht. Sonst ziehen wir den im Typ Plus, und da gibt's den gleichen da fix. Da kriegst du die Heile auch nicht hin. Das stackt immer weiter hoch. Wenn du da einmal anfängst, die Leute droppen zu lassen. Also du bist wieder da mit Tränen in den Augen. Warum hast du Tränen in den Augen? Das wüsste ich jetzt schon ganz gern. Muss ich mir dann gleich noch was Neues zu trinken hier holen. Auweia. Schaffen wir den großen Pull? Ich sehe mich schon im Nirvana liegen. Weil ich habe jetzt auch keine CDs, um mich aus dem Stun rauszuholen. So, sind wir im Stun. Oh, aber der Shami haut auch einen Master rein. Sehr schön. Ganz echt, das unterscheidet die Gammler von den Leuten, die halbwegs gut spielen, die halt auch mal so einen Master nutzen. Macht so viel aus. Universal, ich grüß dich. Ohne Scheiß, das macht halt echt viel aus. Macht zwar keinen Schaden, aber tatsächlich gut. Ich weiß gar nicht, ob der Shami schon eine HT hätte, ne? Auf dem Level-Bereich. Was ist er denn? Der ist Level 63. Wahrscheinlich nicht. Was sind wir für ein Level eigentlich jetzt? 65. Wir sind gar nicht so hochgekommen, tatsächlich. Gar nicht so hoch. Naja. Aber hier werden wir sicher auch noch ein Level abkommen. Von dem her, ja. Ich könnte auch mal gucken, ob ich irgendwas gekriegt habe. Was mich ver. Oh, warte mal, sind die Handgelenke rot? Nee, fast. Oder Handgelenke, sage ich hier, Hände. Aber ich habe irgendein Item hier gesehen, das ein bisschen höher ist. Schauen wir mal, der Gürtel. Den könnten wir anlegen. Ah, schau mal an. Das bringt doch schon mal ein bisschen was. Schaffen wir die beiden Gruppen? Jetzt hauen wir hier diesen Breath da rein. Ah, schau mal, er hat wieder einen Master raus. Perfekt. Diesmal holen wir den Scheiß aber nicht mehr aus dem Käfig raus. Ah, schau, da Warriors Level ab. Gut, was haben wir hier noch? Achso, das war die Geschichte, die ich hier fertig gemacht habe. Genau. Hast du das im Ehrenabzeichen? Ja, ganz ehrlich, farm jetzt keine Ehrenabzeichen. Das dauert ewig. Warte, bis wieder so ein Event ist. Da geht's am besten. Hier dieses KI-Kinderspiel-Event. Da hast du in einer Stunde 100 Ehrenabzeichen gefarmt, ne? Da hast du ja für die Quest jedes Mal welche bekommen und die BGs hast du ja so schnell immer gewonnen gegen diese KI. Also das war das Beste, was da hast du, glaube ich, immer Ehrenabzeichen bekommen für jeden Win. Also so im Moment würde ich keine Ehrenabzeichen farmen. Immer wenn dieses KI-Spiel ist, dann. Ich glaube,
ich habe über 1000 gefarmt, während das Event war. Ich habe mir aber blöderweise Transmog gekauft und glaube ich dann nochmal 600 für Dings benutzt, ne, für die Berufssachen von 8.3. Aber wenn ich jetzt noch auf mehr Servern Fuß fassen will, dann müsste ich. Oh, ne, Transmog hier. Dann müsste ich halt mir noch ein paar holen. Wenn das nächste Mal das Event ist, dann werde ich das wieder durchpowern. Ich sag's euch. Was haben wir denn gerade eigentlich für ein Event? Gibt es da immer diese PvP-Events? Süderstade, naja, gut, das kannst du knicken. Okay, gut, dann ist das jetzt hier. Wir sind schon wieder einen Ticken über die Stunde drüber. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zur nächsten Folge. Ciao.